Jetzt geht's los und damit ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Frank 9 Langen. Heute haben wir Sembo-Blog. Noch nicht gehört, ich bis dahin auch nicht, aber heute kommt eine Riesenpackung Sembo-Blog auf den Tisch. Und da ist sie. Ein Mobilkran. 5 Achsen. Und ihr seht schon, die Verpackung ist ziemlich hochwertig. Sie hat eine teilweise glänzende Oberfläche auf dem Bild des Krans. Sie glänzt auch hier oben und glitzert. Kann man jetzt nicht so gut sehen, aber sie glitzert da, warum auch immer. Ja, dieser Kran von Sembo-Blog, das steht übrigens nur an der Seite, dass es Sembo-Blog ist, ganz klein. Ansonsten müsste man das Logo kennen, was ich bis dahin nicht kannte. Technik, das Ganze nochmal auf Chinesisch. Und ja, wir haben einen 5-Achsen-Mobilkran. 5 Achsen mit einem Arm, ausziehbar anscheinend, mit Minifigürchen an der Zahl 3. Da müssen wir gleich mal gucken, ob die auch wirklich da drin sind, die 3 Stück, die hier auf der Packung abgebildet sind. Und ja, dieses Set, kommen wir erstmal zum Preis, denn den glaubt ihr mir jetzt wieder nicht, aber es ist einfach so, unter 20 Euro. Unter 20 Euro für 665 Teile. Also das Fahrzeug macht ja was her und bei unter 20 Euro habe ich erstmal so die Bedenken, ob das überhaupt funktioniert. Denn wir erwarten ja, trotz der vielen Systemsteine, die man hier schon sehen kann, ein Technikmodell. Wir haben natürlich auch Liftarme an der Seite, wir haben hier einen Aktuator, wir haben eine Seilwinde, werden wir haben. Und die Stützen sind wohl ausfahrbar, dazu haben wir aber mehr Infos auf der Rückseite. Denn die Rückseite, es spiegelt, es ist auch hier teilweise folienkaschiert oder lackiert, wie auch immer, dieser Druck. Entschuldigung, deswegen spiegelt es ein wenig. Ja, und hier haben wir die Funktionen. Wir haben 4 von 5 Achsen lenkbar über eine Steuerung hinten am Gerät. Ein Zahnrad. Sind wohl 4 von 5 Achsen tatsächlich steuerbar und man kann lenken. Man kann die Stützen ausfahren, ob man sie auch auf den Boden setzen kann. Das müssen wir da mal schauen, wenn es fertig ist. Wir können den Oberwagen natürlich um 360 Grad drehen, den Kran. Das ist klar, wir haben hier den Aktuator zum Heben und Senken des Auslegers. Und wir können auch den Ausleger noch, es spiegelt immer wieder, es ist, ja, es spiegelt, den Ausleger immer noch ein Stück weit ausfahren und wir können natürlich da hinten die Seilwinde bedienen. Und wir haben noch ein Ladegut dabei. Hier hinten haben wir kein Minifigürchen abgebildet, aber auf der Vorderseite sind ja 3 drauf. Eine Riesenpackung. Eine Riesenpackung. Ich habe mal gezählt, es sind hier vorne etwa, wo ist vorne? Da ist vorne. Es ist immer spiegelverkehrt. Es ist etwas schwierig. 8 Steine breit müsste das Fahrzeug sein. In der Länge habe ich es nicht gezählt, aber 8 ist es breit. Es ist jetzt nicht riesig. Für unter 20 Euro erwarten wir das auch nicht, aber wenn das funktionieren sollte, so wie es auf der Rückseite beschrieben, ist das natürlich ein Knaller. Für unter 20 Euro über eBay-Händler neu, nicht gebraucht oder irgendwo, sondern ganz normal über Händler gekauft. Und dann würde ich sagen, dann mache ich jetzt mal auf. An dieser Seite. Einmal andersrum. Achtung, es wird laut, vielleicht. Und wir haben eine Box. Und ja, es ist etwas schwierig, weil der Griff da oben hakt. Packen wir erstmal die Box aus. Wir packen erstmal die Box aus und gucken, was drin ist. Technikteile, Liftarme, Zahnräder, gelb und schwarz. Ja. Blaue Achspins, natürlich. Und, wer hätte es gedacht, blaue Dreierpins. Blaue Dreierpins. Und wir haben hier, was haben wir denn hier? Wir haben hier Werkzeug. Werkzeug zum Austrennen aus diesem Spritzgussbogen. Habe ich noch nie gesehen. Das ist wohl der Teil des Auslegers hier, wenn ich das richtig sehe. Entschuldigung, dass es knistert. Ein paar Systemsteine, kleinere Liftarme.
Die braune Box als Ladegut sehe ich. Eine weitere Tüte in Gelb und Grau. Dann ist die Box leer. Die ist übrigens hier etwas dicker gemacht, sodass der Karton größer werden durfte für das schöne Bild. Ich mache ihn mal auf der anderen Seite auf. Es dauert einen Moment. Vielleicht schneide ich das auch raus aus dem Video, wenn es noch länger dauert. Aber ich glaube, ich habe es offen. Und wir versuchen jetzt mal den Karton von der Seite herauszuziehen. Das Problem ist immer noch, denn wir haben hier einen Tragegriff. Also nicht, dass es schwer wäre, aber wir haben einen Tragegriff da dran und der hakt an dieser Box. Aber jetzt ist sie da. Legen das mal auf den Boden so lange. Dann haben wir hier jede Menge Reifen. Es müssten ja dann 10 sein und es sind noch 10 drin. Gummireifen, kann man das sehen? Gummireifen, ja, schwarz auf schwarz, ist wie immer schlecht bei mir. Dann haben wir hier eine Tüte mit Minifigürchen und es sind tatsächlich 3. 3 Minifigürchen da drin. Kleinteile, Zahnräder und noch eine Packung mit sehr vielen Liftarmen in Grau und Schwarz. Dann haben wir noch eine Tüte mit schwarzen Pins, 2er-Pins. Und natürlich haben wir noch die Bauanleitung. Die Bauanleitung ist etwas geknickt. Wir schauen mal, wo sie denn so richtig anfängt. Da fängt sie an, das ist die Bauanleitung. Ein relativ dickes Ding. Legen das auch mal zur Seite. Ups. Ja, wir legen es zur Seite und wir haben hier, sind Aufkleber drin, so wie ich das sehe, transparent. Transparente Aufkleber. Das ist doch gar nicht so schlecht, da wird es zumindest nicht so bunt, außer das Rot, was natürlich auch dann in dem Fall auch dazugehört und der Rest ist schwarz bzw. transparent. Die Bauanleitung. Als erstes sollen wir die Minifigürchen zusammenbauen. Dann bauen wir einen Teil des Fahrgestells und ich blätter einfach mal in irgendeine Seite rein. So sieht das aus. Ich denke auch viele, viele Arbeitsschritte mit wenig Teilen, so wie wir das auch von anderen Herstellern kennen. Und wir haben am Ende 111 Arbeitsschritte. Das sehe ich richtig. 111 Arbeitsschritte. Ja, dann würde ich sagen, hier haben wir keine Rückseite. Dann würde ich sagen, ich bin sehr, sehr gespannt, ob das technisch wirklich so funktioniert, wie es auf der Packung angekündigt ist. Das wäre dann für unter 20 Euro, also 19 Euro, irgendwas versandkostenfrei. Wirklich ein Knaller. Die Teile sehen rein optisch in der Tüte jetzt gut aus. Und dann würde ich sagen, ich baue und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, und hier ist er, der Kran von Semboblock mit der Modellnummer 701-800. Er ist fertig gebaut. Aber rollen wir das Feld heute mal von hinten auf. Wir fangen mal mit den kleineren Dingen an. Wir haben hier mal wieder sehr viele Teile über. Über 20 Kleinteile, die wir als Ersatz haben, falls was verloren geht, wie das so üblich ist. Ansonsten war alles komplett, es fehlte nichts, alles dabei, alles wunderbar. Und wie ihr schon am Anfang gesehen habt, wir haben 3 Minifigürchen dabei. 3 Stück. Und die sind alle unterschiedlich bedruckt. Die haben alle unterschiedliche Latzhosen an, einen unterschiedlichen Gesichtsausdruck. Und einer hier, den zeige ich euch jetzt mal aus der Nähe. Ja, und einer hat sogar eine Lampe am Helm. Ja, ein Einerstein, ein runder, transparenter Einerstein. Der sitzt am Helm als kleine Lampe. Sie sind alle unterschiedlich bedruckt. 3 Stück an der Zahl. Sie sind nicht so beweglich wie die von Sluban, die sich ja auch im Rumpf drehen können und den Kopf neigen können. Das können diese 3 Herrschaften da nicht, aber es sind immerhin 3 dabei. Alle haben einen gelben Helm. Und wir haben diese Kisten, die wir ja auf der Verpackung auch gesehen haben, die wir dann hochheben sollen mit dem Kran. Da drin sind jede Menge Werkzeuge verpackt. Die zeige ich euch jetzt nochmal in groß, wie das aussieht. Jede Menge Werkzeuge, Schraubenschlüssel,
ein Sprühgerät, glaube ich, und so weiter und so fort. Ihr werdet es erkennen, was es ist. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir mal zum eigentlichen Teil, dem Kran. Und ich muss sagen, es hat sehr, sehr viel Freude gemacht, dieses Modell zu bauen. Es war sehr abwechslungsreich. Es waren kaum Bauschritte dabei, die sich wiederholt haben. Und wir fangen mal an, was so ein Kran denn können muss und ob er das auch kann, das sehen wir jetzt. Als erstes muss er natürlich zur Baustelle fahren und das macht er wirklich hervorragend. Er fährt butterweich und man kann ihn hervorragend lenken. Er hat einen sehr schönen kleinen Wendekreis, wie ihr seht, und gelenkt wird hier hinten mit einem Zahnrad und wie ihr schon von der Seite seht, es lenken 4 von 5 Achsen. Das funktioniert hervorragend, das kann man nicht anders sagen. Durch die Gummireifen auch butterweich auf dem Tisch. Ich zeige es auch euch nochmal von unten, wie es funktioniert mit einer Stange, die über Zahnstangen fortgesetzt wird, von hinten nach vorne hin. Die mittlere Achse ist halt starr. Und ja, das ist wirklich eines der Highlights dieses Modells. Okay, sind wir an der Baustelle angekommen, müssen wir als erstes, damit der Kran dann auch nicht umkippt, die Stützen ausfahren. Ich stelle mal ein wenig nach hinten. Und ihr seht schon, hier hinten kann man die Stützen zur Seite hin ausfahren, hier vorne auch, wobei sie hier vorne nicht so weit rausfahren wie hinten. Ich glaube, so kann man es besser sehen, dass das hier hinten weiter rausfährt. Zwei Stangen, die in den Liftarmen, mir fällt das auch nicht ein, in Liftarmen sitzen sie natürlich drin, ja, sitzen und die man dann hin und her schiebt. Kritikpunkt, der erste an dieser Stelle ist, dass natürlich die Stützen keine Funktion haben, weil sie den Boden nicht berühren. Aber man kann sie halt nicht tiefer machen. Aber man könnte natürlich dann zwei Fliesen nehmen oder drei und das ganze Gerät aufbocken nach oben, sodass der Kran dann während der Arbeit auch nicht auf den Reifen steht, auf den Rädern steht. Das dazu. Das ist eine relativ einfache Funktion. Dann kommen wir zum Ausleger. Wir haben hier vorne einen Haken, den wir während der Fahrt an diese Stange befestigen können. Dann hält auch hier der Ausleger fest. Und ich muss noch mehr drehen. Ups. Wir drehen hier vorne den Ausleger nach oben. Es dauert ein wenig. Es dauert immer ein wenig. So, es geht auch noch höher und dann können wir hier an diesem Zahnrad den Ausleger auch noch ein kleines Stück rausfahren. So, jetzt haben wir natürlich zu wenig Seil gegeben. Hier hinten haben wir eine Seilwinde, wo wir erstmal natürlich mal etwas Seil ablassen müssen. Er hat jetzt kein Gewicht, deswegen geht es etwas mit dem leichten Haken, es ist kein Metallhaken, etwas langsam nach unten. Aber es geht und dann können wir auch noch den Rest hier rausschieben. Bis dahin kann man das so sehen. Ich gehe mal aus dem Bild. So kann man es besser sehen. Mehr geht halt nicht auszufahren. Und man kann dann hier hinten, wenn wir dann eine Kiste dranhängen, auch diese, ich hoffe es fällt nicht raus, rauf und runter machen. Ja, das hat sich hier etwas in der Spule verhakt, mein Seil. Das Seil habe ich übrigens ausgetauscht, beziehungsweise ich habe ein eigenes genommen, weil das mitgelieferte doch etwas kurz war. Es ging gerade mal, wenn der Arm ganz nach oben ist, bis da. Das war mir dann doch ein bisschen zu kurz. Deswegen habe ich mehr Seil draufgetan, was ich jetzt hier hinten, weil ich es nicht so sauber aufgewickelt habe. Ein bisschen verheddert, eventuell, aber so geht's. Es geht und lässt sich natürlich rundherum drehen von der Hand. Wir haben ja kein motorisiertes Gerät, das ist ja klar. Das funktioniert doch ganz gut. Ja, alles in allem bin ich mit dem Modell sehr, sehr zufrieden. Es hat, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Ein Minifigürchen passt, glaube ich, nicht so ohne weiteres da rein. Also man würde es, glaube ich, schlecht reinbekommen, auch in diese Kabine. Da passt es auf keinen Fall rein, weil wir da nur einen Stein
breit drin Luft haben und das ist ja schon mehr als zwei Steine breit, das Figürchen. Das passt also nicht. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, das Modell hätte ich so nicht erwartet in dieser Qualität. Apropos Qualität, ich drehe nochmal runter in der Zeit, es dauert ja etwas. Die Steinequalität, würde ich sagen, ist hervorragend. Ich weiß es nicht, ob es Moltke-Steine sind, aber es könnten Moltke-Steine sein. Ja, an den Liftarmen, an den Einkerbungen kann man es ein wenig erkennen, dass sie genauso gefertigt sind wie Moltke und sie glänzen auch. Es ist nichts dran zu meckern. Die Reifen sind hervorragend, alles passt. Die Pins, die blauen, die gehen auch sehr schwer rein, so wie das bei Moltke üblich ist. Genauso auch die schwarzen. Von daher vermute ich fast, dass es der gleiche Hersteller der Steine ist wie bei Moltke. 100% kann ich es natürlich nicht sagen. So, wir drehen nochmal ganz runter. Haken hier nochmal ein, dann können wir etwas aufdrehen. Es dauert ein wenig. Es dauert ein wenig, denn wir wollen ja auch noch ausmessen. Ausmessen wollen wir auch noch. Live geht das immer nicht so gut. Aber wir haben ja Zeit. Ich hoffe, ihr habt auch Zeit am Samstagabend oder wann auch immer ihr das guckt. Ich habe hier ein wenig zu weit reingedreht, dann passt das Seil nicht dadurch und klemmt sich ein wenig fest. So, wir klappen alles wieder ein, machen die Lenkung einmal gerade und wir messen jetzt mal. Wir messen dieses Modell. Ich würde sagen, ja, 34 mit dem Zahnrad da hinten, 34 cm in der Länge. Wir haben eine Höhe von 10 cm, hier vorne sind sogar, würde ich sagen, 11 und eine Breite von 9 cm, ungefähr 8,5, 9 cm. Das tun wir mal weg und zur Abwechslung können wir doch nochmal wiegen, denn wir haben ja 665 Steine verbaut, die mal abgezogen da, die müssen wir natürlich noch abziehen, die Kleinteile nehme ich mal an. Und dann bringt dieses Gerät 453 Gramm auf die Waage. Ja, die 701-800 von Semboblock. Bei Semboblock war ich auf der Homepage, denn mich hat ja doch interessiert, ich habe ja am Anfang gesagt, hatte ich nicht so auf dem Schirm, weil ich ja hauptsächlich Baufahrzeuge vorstelle und die war mir irgendwie nicht bewusst geworden, dass es da doch Baufahrzeuge von Semboblock gibt. Es gibt noch ganz viel mehr, nämlich PKWs, historische Wagen, Rennwagen, ganz viele Motorräder und Blumen. Ja, Blumen. Gut, wer Blumen mag, bitteschön. Es gibt auch Blumen zu bauen von Semboblock, aber dieses Modell ist schwierig zu bekommen. Da, wo ich es gekauft habe, vor einem halben Jahr, gibt es es nicht mehr bei eBay. Und es ist halt in Deutschland, auch in Europa, kaum noch zu kriegen. Es wird gelistet für 46 US-Dollar auf der Semboblock Homepage in China, ist aber nicht mehr lieferbar, wären ungefähr knapp 40 Euro. Das sind noch die anderen Baufahrzeuge, die es da noch gibt, ein Betonmischer etc., nicht mehr lieferbar. Über AliExpress geht es wohl noch, aber ich kann euch jetzt in Europa zumindest keinen Link nennen, wo man dieses Gefährt noch kaufen kann. Und die 46 US-Dollar unverbindliche Preisempfehlung, daran seht ihr, dass ich mit meinen 20 hier ja mehr als gut bedient war. Das ist auch die 40 Euro wert, auf jeden Fall, denn es macht wirklich riesig Spaß und es funktioniert. Es hat super Steine, es fährt wirklich hervorragend. Also das Fahren ist butterweich, es sind alle Räder auf dem Boden, das ist ja nicht immer der Fall, da oben, ja. Der Dreiachser von Qiyui, das A-Modell, ja, dieser Zugmaschine, hatte ja das Problem, dass die hintere Achse gar nicht den Boden berührt. Ja, sowas soll es geben. Aber hier alle 10 Räder auf dem Boden. So soll es sein. Es ist kein Lego. Hatte ich das schon mal erwähnt, dass es kein Lego ist? Nicht, dass wir da Ärger kriegen. Gut, ja, was bleibt noch zu sagen? Ich glaube, ich habe alles erzählt. Wenn ihr es kriegen könnt, vielleicht auch über eBay Kleinanzeigen oder sonst wo, meine absolute Empfehlung für den Preis, unschlagbar. Es macht sehr viel Spaß zusammenzubauen. Und bevor ich mich noch mehr wiederhole, würde ich sagen, wir schauen uns dieses Modell nochmal aus der Nähe an. Und
Ja, wer weiß, was nächste Woche auf den Tisch kommt. Ach, was ich noch sagen wollte, hätte ich ja beinahe vergessen, denn ich nehme jetzt einfach mal hier die Walze von Sluban. Da kommt ja noch mehr. Da kommt noch mehr von Sluban. Und wie ihr seht, passt das nicht nur farblich sehr schön zusammen in Schwarz, Gelb und Grau, sondern auch vom Maßstab. Das passt doch vom Maßstab wirklich sehr gut, finde ich. Ja? Und so haben wir den Sluban-Fuhrpark jetzt schon mal um ein Sempo-Fahrzeug erweitert. Und wie gesagt, es kommt noch mehr. Also, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und vielleicht auch ein Like da lasst. Dann sehen wir uns nächste Woche mit Sicherheit wieder mit einem neuen Modell auf den Tisch. Jetzt verspreche ich mich aber noch mal 1000 Mal zum Schluss. Und macht's gut, bis dahin und tschüss.